genau sehen muss. Mach doch mal die Augen zu. Oder bist du müde und möchtest schlafen? Oh, ja, ja, ja. Hallo, ich mache euch mal ein bisschen sauber. Guten Morgen, wie geht's euch? Ihr habt mich gesehen gerade, ich habe hier getanzt mit der Kleinen, bis sie einschläft. Jetzt ist sie eingeschlafen und ich wollte jetzt eben Essen vorbereiten. Es ist noch früh, 9.39 Uhr erst. Hier, das gibt es heute bei uns. Kartoffeln, Gemüse, Cordon Bleu und Nuggets. Wir haben hier diese. Die müssen weg, deswegen gibt es sie bei uns. Bernd hat hier mal Panzerband dran gemacht, weil das gesprungen war. Ja, dann gucken wir mal. Also einen Speck hole ich raus, weil wir machen Speckböhnchen. So. Dann schauen wir mal. Da sind Nuggets. Nuggets. Ja. Und Cordon Bleu. So, die Fischstäbchen gibt es morgen. Genau, ich wollte das jetzt schon mal nämlich alles vorbereiten. Denn, ja, zur Mittagspause hätte ich gerne alles fertig. Ich hole schon mal die Kartoffeln. Eimer zur Seite. Bernd hatte den Kamin heute Morgen schon angemacht. So, dann guck mal, das ist auch wieder alles durcheinander hier. Das hatte ich letztens erst aufgeräumt, ne? Die kommen hier rein. Zack. Und Kartoffeln. Nehme ich die einfach auf den Sack hier alle mit. Es ist so warm bei uns jetzt, wo der Kamin wieder ballert. Das mache ich euch. Hoppala. So. So. Diesen Dampfgarer, den habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen für 5 Euro geholt, vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, und der tut es immer noch. So. So, ich habe den jetzt mit Wasser befüllt. Der geht gleich über eine Stunde. Der ist schon ein bisschen abgenutzt, ne? Aber er tut es noch. Und ja, dann hoffe ich, dass das alles gar ist. Dann habe ich damit nicht viel zu tun. Es gibt dann halt Pellkartoffeln, einfach aus Zeitersparnisgründen. Und wenn die dann angetaut, wenn die so ein bisschen gar sind, dann brate ich die noch mit Speck und Bohnenkraut an. Und den Rest kann ich wieder hier im Kühlschrank packen oder eher gesagt im Eisfach. Oh, der Knoblauch ist rausgefallen. Zack. So. So sieht das aus, meine Lieben. Ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, unzufrieden heute. Ich versuche immer positiv in den Tag zu starten. Aber heute, also ich weiß auch nicht, die haben jetzt ja die Freizeitparks. Ihr wisst ja, wir haben zweimal Freizeitpark gebucht für die Osterferien, weil man ja nicht in Urlaub kann. Wir wollten nach Ungarn, geht nicht. Wir wollten zur Ostsee, geht nicht. Wir wollten, sie träumt wieder von der Titi-Torte.
in Centerparks geht nicht. Da haben wir gesagt, okay, komm, dann buchen wir Freizeitpark. Haben wir Fort Fun gebucht und Phantasialand haben wir gebucht. Man konnte dann so ein Ticket buchen für einen Tag der Wahl. Und es stand halt, es kommen nur 20% der Gäste rein in den Park, zwar mit Mundschutz, aber es ist schon alles egal mittlerweile. Hauptsache, man kommt mal raus, die Kinder vor allem. Ja, und dann haben wir uns total gefreut schon, ne? Bernd hat schon alles geplant, was wir zu essen mitnehmen und so. Der plant sowas ja total gerne. Und alles ist verschoben jetzt, also auf was auch immer, wann, man weiß es nicht, ob überhaupt jemals. Und heute ist so ein bisschen, bin ich genervt und muss meine Mitte wiederfinden. Ja, nutzt nichts, ne? Also, es geht euch allen wahrscheinlich genauso. Wir hatten uns ja gestern im Action diese Bilderrahmen geholt. Zweimal Silber, zweimal Schwarz. Und wir hatten ganz viele Bilder auch entwickelt. Ich wollte jetzt mal so ein paar Schwarz-Weiß-Bilder raussuchen, die dann da reinmachen. Und dann kommen die da an diese Wand, hatte ich gedacht. Ja, erstmal bestücke ich die jetzt und dann schauen wir mal weiter. So, ich habe jetzt die Bilderrahmen bestückt. Der oben rechts, das ist auch derselbe wie unten links. Da ist nur ein anderes Bild drin. Das wollte ich jetzt hier nicht so zeigen. So, jetzt Wacker hier Essen aufsetzen. Es ist nämlich schon 12.54 Uhr. Also aufgesetzt ist es schon. Da nämlich. Aber ich muss das jetzt eben braten. Weil der Bernd jetzt von der Arbeit kommt. Ja, die Maus. Nuggets, Nuggets und Cordon Bleu, das kommt da rein. Etwas voll diese Pfanne, aber egal, es wird schon. Die Zwiebeln schön anbraten, da mache ich jetzt Bohnenkraut mit dran. Hatschi, Gesundheit! So. Mögt ihr Bohnenkraut? Schreibt mir mal in die Kommentare. Das ist ja nicht so jedermanns Sache, ne? Ein bisschen runterstellen. Und die Bohnen. Ah nein! Ah, falsch! Erst kommt der Speck. Egal, die Bohnen bleiben jetzt schon mal. Das kommt raus, so ein Stängel. Aber der Speck, den muss ich ja noch mit anbraten. Den habe ich jetzt fast vergessen. Ja, Maus, den haben wir fast vergessen. Mausespeck. So. Speck. Den kann ja auch mit anbraten, ne? Hat die Mama den Speck fast vergessen? Kannst du dir das vorstellen? Oh, jetzt zeige ich den Mittelfinger. Zeigst du mir den Mittelfinger? Du warst hier. Oh, Mausi. So, bei uns gibt es jetzt Mittagessen. Speckböhnchen. Dann die Cordon Bleu, Nuggets und Pellkartoffeln. Und da ist noch Soße Hollandaise und Ketchup. Da ist der Bernd. Da ist eine Flocke. Da ist der Bernd. Was Kohlrabi er wollte er nicht haben, habe ich ihm hingehalten. Habe ich mal extra am Rand gelegt. Ja. Jetzt nicht da, wo es ist. Ja, und damit das auch realitätsnah ist, die Maus isst auch, während ich esse. Also die liegt hier auf dem Stillkissen und ist angedockt. Haben wir noch Soße, der Knoblauch? Smurfy runter. Ja, runter. Nee, hast du doch runtergeschmissen. Ach ja. Im HWR, im Eckbert-Schrank, ist noch Knoblauchsoße. Ja. Okay, wir lassen es uns jetzt schmecken. Wir waren jetzt schön spazieren, ganz ausgiebig in den Felder mit dem Smurfy und mit Olivia und das habe ich euch, glaube ich, auf Instagram gezeigt. Moment. Das ist jetzt Wäsche, die habe ich gerade rausgeholt, aber ich habe die Fensterbank hier mal freigeräumt, denn mein Plan ist, dass ich da meine Kamera dann immer abstellen kann irgendwie. Brauche ich irgendwas, wo ich die draufstellen kann? Ich versuche es mal hiermit. So. Egal, so kann ich die wenigstens sicher abstellen. Und wenn ich die hier auf den Spiegel oder so stelle, dann fällt die schon mal schnell um. So,
So, ich sehe ein bisschen so aus, weil wie gesagt, wir waren spazieren. Ich hatte die Livia im Tragetuch und ich schwitze dann sehr immer und sie auch. Also es ist sehr warm. Und weil das ist dann halt, wenn wir in der Felder sind, da ist es super windig und der Wind ist wirklich kalt. Dann sind wir halt warm eingemummelt. Und wenn wir dann irgendwo laufen, wo es nicht so windig ist, oder wenn der Wind halt weggeht, dann wird es auf einmal super warm. Und dann mache ich immer Jacke auf, Jacke zu, Jacke auf, Jacke zu. Und ja, dann schwitze ich halt. Jedenfalls wollte ich euch erzählen, dass wir spazieren waren und dass es mir jetzt viel besser geht. Ich habe euch heute Morgen erzählt, dass ich so genervt bin von der Situation, was wahrscheinlich viele von euch sind und viele das auch nachvollziehen können. Und das tat jetzt richtig gut, dem Bernd auch, ne, wenn wir so spazieren gehen zusammen, dann ist so, dann unterhalten wir uns, dann lassen wir die Handys meistens zu Hause und ja, dann träumen wir halt so, was wir in Zukunft alles vorhaben, Pläne schmieden und so und dann geht's uns wieder sehr viel besser, Kraft geschöpft. Ich guck mal eben, was der Smurfy macht. Smurfy? Ist fein, ist okay. Mach ruhig. Oh Gott, ey. Ich habe einen Wäschekorb mit gefalteter Wäsche vor die Treppe gestellt, dass ich den nachher mitnehme. Und er wollte sich da drin einmummeln, reinlegen und schlafen. Ja, der ist jetzt halt müde vom Laufen. Und ich habe aber gedacht, vom Geräusch her, der macht irgendeinen Mist. Hat er aber diesmal gar nicht. Ja, also, schnappt euch eure Partner und geht spazieren und redet. Dann geht's euch wieder besser. Das tut immer gut. Jetzt hat die Mama Kaffeepause. Bernd ist schon wieder zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe nur eine Hand frei gerade, weil das seht ihr nicht. Die Maus wird gestillt. Also ihr Kopf liegt auf meinem Arm und in dieser Hand habe ich die Kamera und die andere Hand habe ich frei. Aber das sind halt so Sachen, die seht ihr immer nicht im Vlog. Das ist der Realitätsvlog heute hier. Die Maus ist mir beim Stillen eingeschlafen und die schnullert immer noch. Seht ihr das? Wie sie noch so nuckelt. Und so süß. Ganz selig schläft sie und hält sich hier fest an meinem Top. Ja, jetzt bin ich hier ein bisschen gefesselt. Ich lasse sie einfach so liegen jetzt. Hab schon mit euch auf Instagram geredet und ja, hab alles hier. Ich drehe mal um die Kamera. Hier ist noch mein Kaffee und mein Handy. Also alles, was ich so brauche. Die Kamera, das lege ich mir mittlerweile alles dann hier immer auf den Tisch. Früher habe ich ja immer da auf dem Sofa gestillt. Schaut mal, wer hier aufpasst. Herr Smurfy, es ist gleich Essenszeit. Dann setzt er sich immer schon eine halbe Stunde vorher dahin und wartet ganz artig. Er tut mir dann so leid, weil er dann so artig ist. Wenn er artig ist, tut er mir mehr leid, als wenn er unartig ist. Jedenfalls, ja, habe ich das früher alles auf dem Sofa gemacht, aber mittlerweile passt mir das hier sehr viel besser mit diesem super Stillkissen. Das habe ich halt wie so ein C ist das, ne? Da liegt die Kleine dann drauf. Der Kopf ist auf einem Arm und dann decke ich sie zu. Und das ist richtig gemütlich, außer dass mir mein Popo so weh tut. Mir tut immer noch mein Steißbein weh, wenn ich lange sitze, vor allem auf harten Untergründen. Da muss ich mitteilen. Ich glaube, es ist jetzt schon nach 16 Uhr. 16 Uhr kriegt er Essen immer. Ja, jedenfalls mein Steißbein tut mir immer noch weh. Und ich glaube, das ist halt von der Geburt, weil seitdem ist es halt so 2 Wochen danach fing das ehrlich gesagt an, ungefähr. Und ja, ich habe schon 2 Sitzkissen, wo ich drauf sitze. Vielleicht sollte ich mir noch, ich habe ja von der Livia, hatten wir ja bei Ikea, das fällt mir jetzt gerade erst ein, haben wir ja noch so ein riesiges Kopfkissen, wo das könnte ich mir auch unterm Popo schnallen. Schnallen, dann laufe ich den ganzen Tag damit rum. Nein, ich könnte es hier auf den Stuhl legen und dann hier mich immer draufsetzen. Und ich gebe jetzt mal eben dem Smurfy sein Essen. Mein Bauch verdecken. Ja, Smurfy, jetzt ist es soweit. Ja.
habe übrigens immer noch nicht die Bilderrahmen aufgehangen. Smurfy? Okay. Hi. So, ich habe es geschafft, die Bilder aufzuhängen. Yay, Tagesziel erreicht. Super. Da hat die Maus auch was anzuschauen noch. Wenn ich nämlich hier mit ihr liege und stille, dann schaut sie da gerne hoch. Jetzt seht ihr einen dicken Windelpopo in einer ganz tollen Hose. Ja, ich zeige euch das mal. Schaut mal, die hat meine Schwägerin genäht für die Livia. Die ist jetzt halt noch mega groß. Hier unten hat die auch diese Bündchen, die so glitzern. Und die Herzchen glitzern auch. Ja, aber da passt der riesige Windelpopo total rein. Jo, der passt da richtig gut rein, ne? Ja? Erzähl mal, die ist gemütlich, ne, die Hose? Ja, super. Jedenfalls wollte ich mich von diesem Vlog verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Ciao.